Ich bin Felix, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Siegen und momentan wohne ich in Bochum und bin dort auf einem Kreativ- und Leiterschaftscollege, wo ich viel über Führungskraft sein und Teambuilding lernen darf. Drei sehr große Dinge in meinem Leben sind einmal Handball oder Sport allgemein. Ich liebe Handball spielen, das ist eine große Leidenschaft von mir. Dann noch Kaffee trinken. Ich liebe es, Kaffee zu trinken, ich liebe es, in Cafés zu gehen und einfach dort Zeit zu verbringen. Und was auch noch eine sehr große Rolle hat, ist bei mir der Glaube. Der christliche Glaube, den ich auch sehr, sehr viel lebe. Ich mag Handball einfach sehr, weil das ein schnelles Spiel ist oder sein kann, weil da viel Abwechslung drin ist und du auch nicht nur den eigenen Vorteil vielleicht suchst, sondern auch es viel um Fairness geht. Und da ist eine gewisse Härte dabei, eine Aggressivität, die man vielleicht so im Fußball nicht leben kann, sondern man darf sich da anpacken, man darf sich da auch mal umtackeln, wenn es in einem guten Rahmen ist. Aber so diese Fairness und dieses Körperliche, was einfach zusammentrifft, das finde ich sehr gut. Kaffee ist für mich ein Getränk, wo ich einfach viel bei genießen kann, wo ich bei abschalten kann und einfach mich hinsetzen kann und die Schönheit und auch den Genuss in den Kaffee rausfiltern und auf mich wirken lassen kann. Ich mag es überhaupt nicht, zu Hause Kaffee zu machen. Der schmeckt mir nicht so gut. Ich gehe viel lieber in Cafés und mag es, dort die Atmosphäre zu genießen. Ich mag es, den Baristas hinter der Theke zuzuschauen, wie die ihre Kaffee zubereiten. Ja, und da bin ich einfach gerne dabei und schaue anderen Leuten zu, um zu lernen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sprich, der christliche Glaube war für mich schon immer irgendwie dabei. Und das ist einfach eine Sache geworden, die ich nicht missen mag, sondern einfach weiß und auch aus Erfahrung sagen kann, dass ja, ich einfach super viel davon lernen kann und dass mein Leben mehr bereichert, als es nimmt. Ich glaube, mein Glaube hat mein Leben schon sehr verändert, auch wenn mir das von Anfang an vielleicht nicht mehr bewusst war. Und den Wert darin habe ich erst mit den Jahren entdeckt, vielleicht auch als ich von zu Hause ausgezogen bin und ich mich selber für mich nochmal mit dem Glauben anders beschäftigt habe, als immer vom Elternhaus geprägt zu sein. Ja, aber ich merke jeden sehr oft Momente und Dinge, wo ich so Geistesblitze habe sozusagen und dass ja, einfach da Dinge vielleicht aufbrechen in mir drin, die nicht gut sind, die ungesund sind und einfach ich einen Frieden in mir spüre, den ich sonst nicht erklären kann. Und ich glaube, das sind bei mir so Veränderungen, wo ich sage, hey, das hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Und da glaube ich daran, dass es was Übernatürliches und Göttliches gewesen sein muss und jetzt nicht von jemand anderen Menschen oder so gegeben sein kann. Ein Traum, den ich habe, ist einmal, dass ich sehr gerne einen Café eröffnen möchte, wo ich einfach meine Gedanken und Ideen und Visionen, die ich dazu habe, mal auspacken kann und freien Lauf geben kann. Vielleicht auch mit dem Ziel, Menschen mit mentalen Problemen ein bisschen zu helfen, durch Gastfreundschaft oder wie auch immer, ihnen auf jeden Fall Mut zuzusprechen. Und noch eine Vision, die ich habe, die ist ein bisschen größer. Ich hätte richtig Lust, zwei, drei, viermal im Jahr eine Riesenveranstaltung in ganz Deutschland zu machen, wo einfach jeder hinkommen kann, wie er ist. Man aber auch einfach richtig schön abspacken kann zu schöner Musik ja, und einfach dort einmal eine gute Kultur gelebt wird, die auch andere Menschen aufbaut, anstatt jemanden runterzieht. Jetzt gerade bin ich mit mir als Person eigentlich ziemlich zufrieden. Klar hast du immer so ein paar Punkte, wo es vielleicht ein bisschen besser laufen könnte. Ich glaube, kein Mensch ist zu 100% perfekt. Was bei mir ein Punkt wäre, dass ich vielleicht ein bisschen mehr strukturierter bin. Ich bin vom Typ aus eher ein Chaos-Mensch. Und ich glaube, eine gesunde Struktur im Alltag oder im Leben kann dann schon sehr gut helfen. Und ansonsten möchte ich immer mehr danach streben, einfach liebevoller und offener zu anderen Menschen zu sein und das Gold in Menschen zu sehen und ihr Potenzial hervorzuheben.